Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfL Oldenburg gegen Buxtehude SV. Wir haben ein 23:23 nach einem Halbzeitstand von 13:13. Wir hatten heute 1217 Zuschauer, die ordentlich Stimmung gemacht haben. Neben mir Herr Leun vom Buxtehude SV, dem ich heute das erste Wort gönnen möchte. Schönen guten Abend. Ja, nach so einem Spiel weiß man gar nicht erst, was man sagen soll. Es war eine ziemliche Achterbahnfahrt von beiden Mannschaften. Ich denke, die kämpferische Einstellung beider Teams hat gestimmt. Trotzdem war das Spiel oder andererseits war das Spiel von sehr vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Einen Schönheitspreis hat es sicher nicht verdient. Am Ende kann man vielleicht sagen, ist das Remis in Ordnung. Ich hatte so die Befürchtung nach 45 Minuten, dass Oldenburg uns wegrennt. Aber da hat sowohl meine Torfrau Julia Kronemann, die sicherlich heute die Bestnote in meinem Team verdient hat, das verhindert. Und am Ende, wenn man die 60 Minuten zusammenfasst, ist das, glaube ich, kein ungerechtes Ergebnis. Danke. Vielen Dank, Herr Leun. Leszek, kein Spiel für schwache Nerven. Naja, das haben wir schon, glaube ich, gerade wir beide oft erlebt. Ich vermute auch, dass letztendlich haben wir mit gerechtem Ergebnis zu tun. Ich würde natürlich sehr enttäuscht, wenn wir keinen Punkt gewonnen hätten. Aber letztendlich heute, meiner Meinung nach, alles war möglich. Wir haben gut begonnen, dann die Initiative wieder Buxtehude übernommen hat, in zweiter Hälfte, wie dir sagte, ungefähr in 45. Minute, wo wir Führung übernommen haben, habe ich natürlich gehofft, dass wir in der Lage sind, jetzt zu Hause vor allem mit unserem Publikum gemeinsam um die Punkte bis zum Ende zu kämpfen. Aber das ist auch gleichzeitig Phase, wo Mannschaft sehr viel Kräfte investiert hat. Und Sie haben gesehen, dass wir die Möglichkeiten natürlich heute nicht hatten. Isabel hat umgeknickt. Inga Smits hat Oberschenkelzerrung und konnte uns auch nicht helfen. Deswegen meine ich, mit vielleicht einer gesunden Rückraumspielerin mehr konnte man ein bisschen variieren oder in dieser Phase vielleicht etwas ändern oder vielleicht auch eine kurze Pause für Angie oder für andere gönnen. Sonst waren wir natürlich leider mit dieser schmale Kader gezwungen, einfach durchzuspielen, konnten wir keine taktische Maßnahme irgendwie anders versuchen, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, das war einfach unmöglich. Gut, wenn man kurz vorm Spielende noch in Ballbesitz ist bei Unentschieden, man hofft natürlich, dass da ein oder andere Aktion tatsächlich noch zu Hause vor allem man für sich entscheidet, aber die Kräfte waren nicht da und Kopf natürlich dabei auch nicht unbedingt frisch war. Deswegen, ich wiederhole das, was schon Dirk gesagt hat und ich auch. Ich denke, dass wir mit gerechtem Ergebnis zu tun haben. Ja, vielen Dank, Leszek. Eine Frage aus dem Publikum. Ich sehe schon Herr Bals. Ja, ich habe eine Frage an beide Trainer. Vielleicht könnt ihr mal oder könnten Sie mal die Verwirrung um das letzte Timeout aufklären, wie Dirk, wie du es aus deiner Warte gesehen hast und Leszek, da gab es ja doch so ein paar Irritationen, ob das nun auch gerade rechtzeitig war oder schon zu spät. Wer möchte zuerst? Sie. Ich würde sagen, das war, wie man so schön sagt, eine mehr als enge Entscheidung. Vom Zeitnehmertisch her ist die Karte lag auf jeden Fall rechtzeitig. Der Pfiff kam aus meiner Sicht danach, aber das ist nicht entscheidend, sondern die Karte muss liegen und die war rechtzeitig. Das ist natürlich in so einem Spiel, bei dem Spielergebnis oder Endergebnis, eine Situation, an der man sich erzürnen kann oder über die man am Ende, sind wir froh, weil ich hatte die Auszeit und die Kombination, die wir angesagt haben, hat gegriffen und das war das entscheidende Tor am Ende. Insofern hat das schon Spielbedeutung. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht, ich habe das Spiel beobachtet und ich habe die Karte gelegt, bevor der Schiedsrichter für Oldenburg den Freiwurf gepfiffen hätte. Aber ich würde jetzt nicht hier sitzen, muss ich ganz ehrlich sagen, Fairness halber. Wenn der Schiedsrichter es anders entschieden hätte, hätte ich auch damit leben müssen und können. Also das ist ja
das muss der Zeitnehmer entscheiden, das entscheidet nicht der Schiedsrichter. Ja, weil der Schiedsrichter hat nur sich auf das konzentriert, was auf dem Spielfeld ist, und die Zeitnehmer haben es so entschieden und die wissen, wann ich die Karte gelegt habe. Insofern gehe ich davon aus, dass es richtig war. Das ist richtig, aber eine Entscheidung ist immer nur nach dem Pfiff. Und der Pfiff war nicht da. Ja, ich habe es Ihnen geschildert, wie ich es erlebt habe. Nee, so der Pfiff war aber nicht da. Herr Scheck, aus deiner Sicht. Richten sich die Spieler dann auch? Ja, ich kann leider gar nichts dazu sagen, weil ich eben nicht gesehen habe, wann Dirk die Karte dahin gelegt hat. Ich habe mich gefreut, dass wir in Ballbesitz kommen, aber ich wusste nicht, was da hinter meinem Rücken passiert ist. Ich muss allerdings sagen, dass wir heute mit 2-3 Entscheidungen zu tun hatten, die auch mit Fairplay eigentlich zu tun haben. Und das muss man auch betonen. Wenn eine Spielerin da Gleichgewicht verliert, ohne Beteiligung von andere, es gibt Schiedsrichter, die natürlich konnten uns in dieser Phase Ball geben. Die haben sich entschieden, Ball für Buxtehude zu geben, weil eben sowas passiert ist. Ich habe das akzeptiert, als er mir das erklärt hat. Ja, was soll man dazu sagen? Ich kann über Karte, die Dirk dahin gelegt hat, etwas erzählen, wenn ich vielleicht bei Videoanalyse genau das irgendwie auch finde, aber das ändert gar nichts jetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf seiner Stelle auch mit der Karte ein bisschen spekuliert oder gewartet oder wie auch immer. Insofern gehört das einfach dazu. Ja. Ja, vielen Dank, Leschek. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Nein, ich habe Sie selten so aufgeregt gesehen wie in der 24. Minute, als es Sie Meter gab für den VfL. Was war der Grund? Wir haben zwar heute nur 23 Gegentore kassiert, aber ich bin grundsätzlich wir haben sehr viel an unserem Abwehrverhalten gearbeitet und diese Situation ist uns bekannt, die da gelaufen ist. Und meine Außenspielerin hat nicht das gemacht, was ich wollte und zum wiederholten Male, und da werde ich sauer langsam. Ich bin ein geduldiger Mensch und mittlerweile fast 53, aber es reicht mir jetzt. Ja. Also es sind einfach Dinge, wo ich, sagen wir es mal so, das weiß Leschek auch, wir sind dazu angehalten, sehr rational zu denken, den Spielerinnen zu helfen, sie zu unterstützen, das ist unser Job. Und wir müssen auch über Fehler hinwegsehen, weil wenn wir uns über jeden Fehler aufregen, werden die Spielerinnen nur unsicher. Also wir müssen in erster Linie positiv sein. Aber irgendwann ist eine Grenze da und ich habe mich selbst, da haben Sie völlig recht, ich habe mich selbst lange nicht mehr so erlebt, aber es muss mal raus, es muss einfach mal raus, damit die Spielerinnen, sie können froh sein, dass sie die Halbzeitansprache nicht gehört haben. Die war sachlich, aber mega laut. Ja, also das ist einfach, das ist irgendwann mal wachrufen oder nicht wachrufen. Das gehört auch zu meinem Job dazu, so sehe ich das. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Nein, scheint nicht so. Dann bedanke ich mich bei allen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Ja, Dankeschön.